lohnt es sich, in unserem Klima ein Schwimmbad zu besitzen? Ja klar, definitiv ja. Alles, was uns und unseren Freunden lieb ist, ist es wert, gekauft zu werden. Es gibt vielfältige Argumente für den Kauf eines Pools. Das hier sind die wichtigsten. Der Kauf und Installation eines Schwimmbades im Garten erhöht automatisch den Wert deines Hauses um Minimum 15 bis 25%. Du sparst Zeit. Du musst nicht die ganze Familie ins Auto packen, um jedes Mal ein öffentliches Schwimmbad zu befahren. Nachdem du von der Arbeit zurückgekommen bist, ziehst du einfach deine Badesachen an, nimmst ein Handtuch und kannst sofort deine Freizeit mit Familie und Freunden am Pool genießen. Der Sommer wird dadurch länger, weil du ihn um 100% mehr nutzt. Du investierst in deine Gesundheit, das Wohlbefinden von dir und deiner ganzen Familie. Du erhöhst die Attraktivität deines Gartens. Du weißt, dass du im klaren, sauberen Wasser schwimmst, weil du selbst das Wasser kontrollierst und weißt, ob das Wasser richtig desinfiziert ist. Welches Modell und Größe soll ich wählen? Die erste Frage wäre aber, welche technischen Möglichkeiten hat mein Grundstück? Zunächst einmal solltest du bestimmen, wie viel Platz du für deinen Pool hast. Selbst ein kleiner 5 Meter Pool kann sowohl als Erholungs- und Trainingspool dienen. Ja, in einem 5 Meter Pool kannst du ein professionelles Schwimmtraining absolvieren, indem du eine Gegenstromanlage installierst. Mehr darüber erzähle ich in einer anderen Episode. Eine andere Sache, an die du denken solltest, ist das Beckenmodell. Das ist erstens die Form des Beckens. Es kann ein rechteckiges Modell mit innenliegenden Treppen oder klassisch mit römischer Treppe oder modern mit rechteckiger Treppe sein. Zweitens die Art der Treppe, zum Beispiel eine kleine Treppe, die nur für einen bequemen Abstieg zum Pool benutzt wird, oder Treppen, die mit Sitzgelegenheiten oder Liegen kombiniert sind, die eine Entspannung im Pool ermöglichen. Die ausgewählte Lösung sollte mit der Architektur und Stil deines Hauses und Gartens einig sein.